Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Hometown Farming. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Schlingels. Und ja, wie ihr seht, ja, der Hans-Joachim, der ist unterwegs zum Wasser holen. Und müssen wir mal gucken, wie er ankommt und was er so anstellt, ob er denn auch einen richtigen Weg hat oder nicht. Ne? Und auf jeden Fall, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß heute in der heutigen Folge. Lasst natürlich auch gerne das Däumchen da. Ja? So, meine Fresse, du, das war eine ganz schöne Fahrt. Müssen wir jetzt mal gucken, dass uns hier aber auch keiner sieht, ne? So, also, der Kurt hat gesagt, hier bei der Brücke. So, warte, das ist jetzt hier die Brücke, warte. Das ist, ach, ne, ey, guck mal, hier ist Wasser. So, jetzt muss es aber aufpassen. Warte mal, dass das jetzt keiner sieht. Ist hinter uns außen inner Nebel. So, pass mal auf. Oh, jetzt einfach mal hier rein. Ich slice mal hier am Feldesrand lang und gucke mal, weil der hat gesagt, ich soll das einfach hier rausholen, aber nicht, dass das der Nachbar da drin sieht. Das wäre echt doof. Warte mal, da ist aber keiner, da ist keiner. So, warte. Will ins Grüne reinfahren hier. Dann gucken wir, nehmen es mal. So, ich denke es mal. So wird das schon. Ja. Okay, pass auf. So, der hat gesagt, bloß ein bisschen nice hier. Na, hoffentlich geht das gut, du. Na, hoffentlich geht das gut. So. Jetzt. Ja. So, warte. Hoffentlich kriegst du die Kache dann noch wieder raus, du. Oh, nee, du. Wenn ich hier Ärger kriege, ich sag dir's, du. Ich sag dir's. Aber was ist denn jetzt hier? Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. So, warte, ach, ist noch ein bisschen Luft. So, jetzt kriegst du das hin. Ich muss das hinkriegen, sonst krieg ich hier Ärger mit dem Kurt. Das ist sonst hier ein bisschen blöd. Verdammt, hier ist so ein Haufen Zeugs drin hier. Da tut sich nichts. Verdammte Axt. Warte, müssen wir mal hier hinten. Muss ich es mal hier hinten ranfahren? Vielleicht ist es da besser. So. Naja, guck mal, hier ist nicht so viel Grünzeug. So, warte. Müssen wir das hin. So, jetzt fahren wir mal rein mit dem Ding hier. So. Uiuiuiui. Nee, warte mal, das ist nicht gut hier. Ich muss das Ding ableiten, warte mal. Wenigstens Kinder, du. Das ist aber jetzt wieder meine Fresse. Das ist, oh nee. Wenigstens Kinder. Er hat gesagt, ich soll hier einfach Wasser holen. Wär's aber, lass hier meine Fresse, du. Der ist doch Mist. So, warte mal. Geht denn das Ding jetzt hier zum Ableiten? Geht das irgendwie zum Ableiten hier? Oh, nee. Das war nicht gut. So, was ist denn hier? Was ist doch wieder Blöde hier? Meine Fresse. Das ist wieder so ein Ding der Unmöglichkeit. Muss ich... Oh, nee. Warum geht denn die Scheiße nicht? Muss doch gehen. So. Nee, das tut sich nicht. Mindestens Kinder. Muss hier mal bei den Knöpfe drücken. Ne, der tut sich auch nicht. Hier an der Knöpfe drücken. Der tut sich nicht. Ne, warte mal, das war der falsche Taste. Verdammte Axt. Oh. Das ist gar nicht gut. Warte mal, ich hab eine andere Idee. Müssen mal gucken. Wenn wir hier vorne vielleicht gleich bei der Brücke. Oh, jetzt wär's wieder ein bisschen nervös hier, du. Wär's ein bisschen nervös. Warte, jetzt muss ich es. Scheiße, jetzt muss ich es doch hier vorne rein gudeln. Warte. Hier rein drücken. Geht's vielleicht. Das sollte aber auch keiner sehen, Mensch. Oh. Wär verrückt, du. Sehst du mich gleich wieder auf, innerlich.
Erst mal hier und dann machst du gleich so nur. Es geht nicht. Nee, das saugt nicht. Die Sau saugt nicht. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht in Worte zu fassen hier. Oh. Mal gucken, ob der am Funk ist. Bord! Scheiße, der ist nicht im Funk. Das ist ja scheiße. Mensch, wo ist denn der wieder? Ach Mensch. Oh. Verdammte Axt. Der ist da drüben was. Warte mal, das geht ja nicht. Jetzt hab ich die Faxen, Digga. Es muss ja irgendwie der irgendwas holen hier. So, warte. War es gleich ein bisschen fibbelig. Okay, pass auf. Das ist überhaupt kein Problem. Guck jetzt, dass mich da keiner sieht. Das darf ja den Kunden nicht enttäuschen. Pass auf. Muss ich gucken. Ja. Er hat doch bestimmt hier irgendwo was den hier. Natürlich ist ein bisschen doof, wenn ich da jetzt hinfahre. Aber gut, wenn der das nicht merkt, das ist vielleicht ganz praktisch. So, warte. Mal jetzt hier rein. Weil das ist jetzt halt ein bisschen doof. Das geht nicht so, wie der Kurz sich das vorgestellt hat. Lieben Kleister, meine Fresse, du. Da wundert sich dann vielleicht wieder, wo ich bleibe. Und oh nee, da wollte mit mir übers Geld pressen und alles. Warte, aber ich hab einen Plan. Warte mal. Ob der Pierörsen immer rumgeistert? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist gar nicht da hier. So, warte mal. Mal langsam rumfahren. Langsam gucken hier. Warte mal, was ist denn das? Dein Cursor? Warte. Lass mal hin hier. Oh, der hat aber auch Nist hier. Wenn nicht irgendwo hier irgendwas mit Wasser oder so, wenn man hier das Lauch erhalten kann, dass wir so ein bisschen Wasser haben. Mist, da die Sau. Eine Fresse. So, komm jetzt, was los, kleiner? Die! Kommt das aber ohne diesen Funk, ne? Gott! Ja. Ach Gott, hörst du mich? Klar. Im Auto. Gott, pass mal auf, ich hab ein Problem. Mhm. Ich hab das hier ins Lauch reingehalten, aber entweder haut die Pumpe nicht hin, ne, oder ich bin einfach zu dämlich dafür. Aber der hat da nichts raussaugen wollen. So, pass auf, jetzt habe ich mir aber gedacht, okay, ich will das ja nicht enttäuschen, ne? Ah. Und jetzt bin ich gerade bei dem Rauschebord auf dem Hof und versuch da irgendwie bei dem hier die Wasserzisterne zu finden, weil, weißt du, da nehme ich einfach bei dem das Wasser raus. Ja, guck mal, ob er ihn hat. Er hat halt keinen, das ist ja der Mist. Oh. Ja, gut, im schlimmsten Fall kommst du zurück und wir tun, wir lassen uns vom Bauamt in das setzen. Ja, okay, gut, ne, das ist ja, okay, na gut, dann komme ich erstmal zurück, weil, sorry, das war jetzt, ne, also ich hab's so probiert. Aber sag mal, wo ist denn der Hebel hier, weil es ist doch hier so ein Absetzer, ne, dass es den absetzen kann hier, das Ding. Ja. Welchen Hebel mussten da ziehen? Weil ich habe die ganze Zeit probiert, da tut sich nicht. Da müsste normalerweise ein X drauf stehen. Jetzt klingelt mein Telefon. Ja, alles klar, jetzt machen sie aus dem Funk raus. Ja. So, da hat es nicht getan. Ja gut, da fahren wir jetzt halt wieder zurück. Ach Mann, das ist doch alles Rotze. Alles Rotze hier. Warte mal. Ist doch. Geht doch der Bach lang. Ach Minz. Verdammte Axt. Ach sag mal, das ist doch hier, das ist doch hier. Ach, Scheibenkleister, das war er doch. Warte mal, das ist er doch. Warte, den muss ich gleich mal hinterher. Ach Scheiße, das ist er. Hoffentlich kommt jetzt keiner. Warte. Muss ich gleich mal hinterher fahren. Ja. Warte. Dann muss ich gleich mal. Gleich mal verfolgen hier. So. Verdammt, wo ist denn der jetzt hingefahren? Nimmt auf seinen Hof, ach. Lobe.
Ja, passen wir auf. Ja. Machen wir auf den seinen Hof. Dann müsste der. Oh, dann ist hier gerade. Hä? Ist blöde? Ist. Hä? Hä? Klar, da hinten ist er doch. Minz, da steht er doch. Draußen Bär. So, warte, dann muss ich den mal kurz fragen. Ja. Ja, gut, lass das Ganze mal duckern hier. Nur mal kurz zum Rausebär. Den. So. Herr Rausebart? Ach, Herr Hafer, Rauschenberg immer noch. So, meine ich ja, Rausenberg. Entschuldigen, dass Sie jetzt so überfallen an Ihrem Hof, aber ich habe ein riesengroßes Problem. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Wir haben ein riesengroßes Problem. Ich musste gerade schon dem Händler weiterhelfen. Vielleicht kann ich Ihnen ja auch noch weiterhelfen. Ja, nee, Sie sind ja, also passen Sie auf, ich habe zwei Fragen. Frage 1 ist, da geht es um eine Pacht. Okay. Und zwar, wir wurden eine Pacht angeboten von Jalis, was heißt das, was war das, 1600 Euro. Da wollte ich mal fragen, ist das gut oder ist das zu wenig? Auf was sind die 1600 Euro jetzt bezogen? Auf das ganze Feld oder? Ja, ich hab doch oben, wenn sie Richtung Lema hier, wo die Biogas oben ist, ne? Da hab ich doch, da fahren sie nicht Lema, sondern fahren sie geradeaus oben weiter und dann hab ich doch links hier das kleine Einsiedlerhaus. Und da ist ja. So, da ist so ein bisschen Fleckchen Land dran. Links so vom Haus ringsrum so. Ja. Und das soll gepachtet werden. Okay, und für die ganze Fläche 1000, wie viel waren es? 1600. 1600, ja. Ja. Also würde ich jetzt so auf dem ersten, also so vom Sehen her, jetzt so hören her, würde ich jetzt nicht mal Nein sagen. Okay, kann man dann noch eine Null dran machen? Geht das auch? Das wird dann definitiv zu viel, denke ich. Ach so. Und wie wird denn das mit der Pacht dann immer abgerissen? Weil es kennt es ja 90 so aus. Ist das dann hier quartalsmäßig oder nur fürs ganze Jahr? Also wie Sie es ja jetzt gesagt haben, ist es ja fürs Jahr. Sie haben gesagt, jährlich. Ja, ist richtig. Aber kann ich vielleicht auch sagen, ich will das quartalsmäßig haben? Das müssen Sie dann vielleicht selber aushandeln. Also wie ist denn das normal? Solange sich die Summe nicht ändert. Ja, also normal könnte ich so sagen, hier, ich will alle drei Monate 1600. Nee, das funktioniert so nicht. Also entweder nee. Sie wollen einmal, also Sie wollen fürs ganze Jahr 1600 oder ja. Sie wollen halt zum Beispiel, keine Ahnung, alle drei Monate 400 Euro haben. Ach so ist das. Es kann da quasi nicht immer die volle Summe. Nee, die können Sie nur einmal im Jahr insgesamt. Ach so, verdammt Axt. Na ja, gut. Na gut, also Sie sagen, okay, das geht, das kann man machen. Ja, das kann man, denke ich, auf jeden Fall machen. Das ist eine gute Nebeneinkommensquelle, finde ich. Okay, na gut, dann ist das ja schon mal, wenn Sie mehr zahlen? Ich habe gerade nicht das Bedürfnis, irgendwie nicht. Felder zu pachten, tut mir leid. So, schade. Okay, na gut, na, hätte ja sein können. Okay, passen Sie auf, da haben Sie mir so gut weitergeholfen, Herr Rausenberg. Aber ich habe da mal noch eine Frage, und zwar folgendes. Haben Sie hier irgendwo bei sich am Hof so eine Wasserzisterne oder wo es vielleicht mal Wasser holen könnte? Haben Sie da was stehen? Da. Oder sieht es bei Ihnen schlecht aus? Weil, gucken Sie mal, ich habe nämlich folgendes Problem. Der Kurt hat nämlich zu mir gesagt, ich soll hier Wasser holen. So. Nun habe ich mir gedacht, okay, du fährst da mal beim Bach, ne, und ziehst da das frische Wasser raus. Ja. Aber ja. Das hat nicht so funktioniert, weil ich habe den hinten ist abgesetzt bekommen. Weil das ist ja hier wie so ein, wie so ein Greifer ist das ja hier, dass du da hier hin und her greifen kannst. Nee, das ist so ein Haken dran, ne? Ja, meint es doch, genau. Da kannst du den ja hin und her. Aber ich habe den Hebel nicht gefunden, wo ich hier den hin und her setzen soll. Weil da habe ich gedacht, vielleicht ist der ganz einfach zu hoch, dass der deswegen nicht geht hier. Ne, weil wegen dem Einlass und so und keine Ahnung. Aber Herr Hafer, haben Sie denn die Schläuche und die Zapfwelle mal probiert anzuschließen? Er testet es nicht. Dann vielleicht funktioniert das ja dann auch mit dem Hebel. Meinen Sie? Können wir das mal probieren? Komm. Weiß, dann müssen Sie selber lachen. Es war ein bisschen doof. Warten Sie, ich häng das mal dran. So. Probieren Sie das doch mal, Herr Hafer. Warten Sie mal, der hat irgendwas von dem X-Hebel erzählt. Scheiße, jetzt müssen wir mal gucken, ja.
Ach, Scheiße! Oh, verdammte Axt, jetzt geht das aber au! Leg dich! Verdammte Axt, so ist das. Warte, jetzt müsst ihr gucken. Holla die Waldfee! Wo willst du denn hin? Oh, okay. Ach, so geht das. Okay. Jetzt muss ich es mal, okay, ne, dann muss ich das mal probieren. Aber hier, Herr Rausenberg, ich weiß ja jetzt nicht, also der Kurt hat gesagt, ich soll ja das bei dem Bach holen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht. Aber illegal ist das jetzt nicht, oder? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Okay, dann machen wir so, Sie haben es gar nicht gesehen. Nee, alles gut. Ich bin wie die Schwarze Mahu. Ja, ich werde keinem was erzählen. Ach, Sie sind, ich habe gar keine Zeit dafür. Die sind super. Haben Sie ein bisschen Stress oder was? Immer, also die zwei Felder sind jetzt fertig gerade hier. Also fertig geerntet, die müssen wieder neu alles fertig gemacht werden, gedüngt, gekalkt, angesehen. Muss gucken, dass ich irgendwo mal Tiere herbekomme, weil ich habe drei Ställe hier, aber noch nicht ein Tier. So, na, soll ich mal den Kurt fragen, weil der hat doch sowieso immer irgendwie Beziehung. Soll ich mal fragen, ob man da vielleicht irgendwas, ob der Örsen ihn kennt, der noch ihn kennt? Ja, na, ich war tatsächlich gerade bei ihm, aber er hatte leider nicht viel Zeit, er hatte noch irgendwie einen Termin, also er musste dann gleich wieder weg. Ich wollte eigentlich selber fragen, aber bin gar nicht mehr dazu gekommen. Na pass auf, Herr Rausenberg, dann machen Sie es gegen Kopf, jetzt kümmern wir uns um die Tiere. Das können Sie natürlich gerne machen, aber sagen Sie mir bitte vorher Bescheid, nicht, dass Sie jetzt einfach irgendwo hier immer so ein Tierlaster steht und ich mit den Tieren gar nichts anfangen kann. Ja, nee, jetzt reden Sie, was brauchen Sie? Brauchen Sie Alpakas oder was? Ich würde erstmal ganz einfach erstmal nur so ein paar Hühnerchen, die machen nicht viel Arbeit. Ja. Für die habe ich auch Futter schon da. Okay, wie viel? 20 vielleicht erstmal. 20 so, Hühner, okay. Ja, machen wir mal 30. 30 Hühner. 30, okay. Ne, kriegen wir hin, Das, passen Sie auf, dann machen Sie es gegen den Kopf. Ich rufe Sie an, wenn ich was weiß, und dann machen wir das alles fertig. Das wäre super, wenn Sie sich damit drum kümmern können. Na klar, das ist überhaupt kein Problem. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ne? Gut, okay. Sie haben mir geholfen. Sehr sogar, und jetzt müssen Sie mal gucken, aber verraten Sie bitte in diesem Kurt, dass ich ein bisschen da jetzt bitte dämlich angestellt habe, ohne Schleuse und so. Nee, das kann da jedem mal passieren. Ja, danke, es ist erst sehr gütig. Sie haben was gut bei mir, ne? Ja, merke ich mir. Alles gut, ne, bis denn, ne? Bis denn, ne? So, okay, jetzt muss ich gucken hier. So, warte. Also, warte, den Hebel wieder ziehen. Okay, da geht das wieder hoch. Wunderbar. Das ist ja super, Mensch. Das ist ja richtig toll. Ja. Ja gut, pass auf, dann probieren wir das jetzt nochmal. So. Ah, guter Mann. So, warte, ich muss es hier immer wenden. Probieren wir das jetzt nochmal mit dem Wasser. Eine Fresse, du. Wie konnte es denn so doof sein? Die Schleuse vergessen. Aber der hat so ein bisschen Stress hier, muss ich sagen. So, also gut, muss ich mir merken, 30 Hühner, muss man kurz reden. Auch ein 30 Hühner. Für Herrn Rausenberg. Ja. Das mal hin, so. Okay. Der hat nichts gesehen. Das ist auch gut. Perfekt. So, jetzt probieren wir das nochmal hier. Dann mache ich es jetzt aber nicht viel Ruhe. Da fahren wir jetzt gleich vorne ran hier an den Bach. Nein, das Ding. Und fertig ist der Lack. So. Ja. Okay. Der Mund da. Da. Machen wir jetzt hier rein. Und da lebt allein. Ach, Mensch. Der Herr Rausenberg, das ist ein guter Mann. Aber ich sagte, Mensch, da geht gleich auf große Tiere und so. Der hat große Tiere, ne? Dass der jetzt erstmal so mit Kleingehügel anfängt. Aber gut, der wisst vielleicht noch, wo ich meine Eier herkriege zum Frühstück. Hey. So, pass auf, jetzt probieren wir das nochmal. Das heißt, hier sieht man auch unsere Spuren. Mist. So, pass auf. Ist überhaupt kein Problem. Machen wir hier dran. So. Machen wir hier ein bisschen hin. Und jetzt müssen wir nochmal den Hebel ziehen hier. So. Okay, dann läuft das jetzt so hier mal. So. So. Okay, so, pass auf. Und jetzt müsste das doch aber auch. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Hier kommt kein Wasser raus. Oh, verdammt. Ne, hier kommt kein. Scheiße, kriegt er das jetzt wieder rein? Oder nicht? Ah, ja, kriegt er hin. Oh, das ist aber schwierig, du. Das ist aber schwierig. Das zieht er nicht raus hier. Das will der nicht. Das ist.
ein bisschen Schieflage hier. Nee, das zieht dann nicht. Ums Verrecken ist. Kannst knicken, ja. Macht dann nicht. Aber Schleuse sind alle dran. Warte mal. Schleuse ab. Ja, jawohl. Ja. Das will dann nicht. Nee, das will dann nicht. Ums Verrecken ist. Macht dann nicht. Macht absolut nicht. So. Ja gut, okay. Dann muss ich wieder zurückfahren. Meine lieben YouTuberinos! Keine Ahnung, bin ja gerade ein bisschen überfordert mit dem Wasser. Bin gerade ein bisschen überfordert, aber das ist gar nicht so schlimm. Ja, gehört halt auch dazu, ne? Zum Leben eines fähigen Praktikanten. Müssen wir gucken, wo wir das Wasser herbekommen. Vielleicht können wir es irgendwo anders klauen. Ich weiß es noch nicht. Aber lasst gerne das Däumchen da. Ja, heute mal ein bisschen Suchfolge. Ja, Such und Find. Und ja, aber trotzdem, lasst das Däumchen da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Ne? Und ich bin erstmal raus und sage Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal.